Freunde, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Wir hängen ja noch in der Kanalisation rum und da unten quatschen die noch, das sind wahrscheinlich die Chemiker, und wollten uns jetzt mal in der anderen Richtung umsehen ein bisschen. Da können wir bequem Treppe benutzen, da liegt noch der olle Turm. Denn hier unten sollte, upsie, irgendwo noch ein Priester geben, ne? Wir sind bei uns quasi direkt an der Haustür und das trifft sich ganz gut. Da können wir nämlich auch bei Václav Koller nochmal vorbeigehen. Ach, hier hinten gab es gar nichts mehr. Da können wir nämlich direkt mal bei Václav Koller vorbeigehen und upsie, und schauen, was der gute Mann. Oh, wo geht's denn hier? Ne, da hinten ging es, glaube ich, zum Versteck auch, ne? Ups, von hier sind wir gekommen. So, hier war der Einstieg. Und hier hinten sehe ich Gas. Mal sehen, ob wir das umgehen können, geschickt oder ungeschickt. Ah ja, hier scheint es so eine Abkürzung zu geben. Ich weiß nicht, warum es da. Ach, da sitzt einer drin. Was ist denn das da für ein Ding, was da so. Und da ist das Ventil. Da trauen wir uns doch direkt mal rein, würde ich sagen. So, dürfte ja kein Problem für uns sein. Ja, okay. Also hier hat sich irgendjemand vergast, ne? Keine Ahnung, was ist denn das? Ein Projektor? Der projiziert nichts. Eine Lampe, eine Kamera. Ich kann das nicht genau identifizieren, muss ich sagen. Sieht aus wie ein Gyrostabilisator, ne? Mit irgendeinem Gurt vielleicht dran. So, wir gucken mal, wer das ist. PDA, Cradle-Chip und so weiter und so fort. Wir nehmen einfach mal alles mit. Und dann schauen wir uns das PDA mal an. Von Pauli 134 T-Mail an TB Darko. Ach so, der Name ist auch schon mal gefallen, ne? Der heißt wirklich Darko, glaube ich. Von CZ-Mail weitergeleitet, Forward, Hilfe, also zweimal weitergeleitet. Paulina, geh in die Kanalisation unter dem Armenviertel. Oh, wir wohnen im Armenviertel. Erzähl Jacinta, was ich dir gesagt habe, dann zeigt sie dir, wie und wo du reinkommst. Rede sonst mit niemandem darüber. Nach Einbruch der Dunkelheit, Punkt 20 Uhr, kommt nicht zu früh oder zu spät. Das ist sehr wichtig. 6122 öffnet das Tor, wir treffen uns dort. Okay. Sieht gar nicht aus wie Paulina. Tja, keine Ahnung, was hier abgeht. Auf jeden Fall ein Türcode haben wir abgegriffen. Hier scheint es irgendwas zu geben. Vielleicht, eventuell, ja, eine Wand, die nach irgendwo führt. Kabums. Aha, und dahinter haben wir wieder Gas. Lass mal kurz unseren Akku aufladen. Das Gas braucht eine Weile, um abzuziehen. Ja, da müssen wir auch nochmal in Upgrades investieren, ne, dass das schneller auflädt irgendwie. Dass die Verzögerung da nicht so hoch ist. So, einmal Ventil schließen, danke. Ah, da geht es tatsächlich noch irgendwo hoch. Keine Ahnung. Wir gucken erstmal, was haben wir hier? Eine Biozelle, okay. Ja, ganz schön viele Leute scheinen hier an Gas zu sterben. Tatsächlich. So, wir gucken mal. Von Vic Melnik an Mondo Belk. Senden fehlgeschlagen, du wirst es nicht glauben. Okay. Nachricht konnte nicht gesendet werden. Ursprüngliche Nachricht. Mondo, du wirst es nicht glauben, warum ich abgehauen bin, wie ich so blöd sein konnte. Ich bin nicht mehr augmentiert, war einfach in Panik. Dieser korrupten Bullen, das war nicht mal ein echter Kontrollpunkt. Und was sind das überhaupt für Polizisten, die Granaten nach einem werfen? Egal, falls du mein Signal orten kannst, schick bitte jemanden zu mir. Ich stecke zwischen zwei Gebäuden oder so, keine Ahnung, wo ich genau bin, beeil dich, Vic. Okay. Ja, zwischen zwei Gebäuden, wo ist denn der hier? Dann wird es hier oben wahrscheinlich irgendwie einen Ausgang geben, ne? Denke ich mir mal.
Ja, das hier sieht schon wieder sehr sauber aus, alles. Hat er natürlich keinen echten Zugang. Eine Luke. Ups. Wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? Ich werde mir Laser hier gerade deaktivieren. Okay, das hat die Kamera jetzt wiederum mitbekommen. Ups, was war das denn? Ach man. So, geht doch. Hier noch? Achso, dem ist doch schon deaktiviert. Keine Ahnung. So, kann ich so eine Kamera eigentlich auch dauerhaft deaktivieren, frage ich mich. Ja, wahrscheinlich mit EMP-Munition, oder? Kaputt gemacht. Die Kamera leuchtet da aber auch nur in so einen ganz speziellen Winkel rein. Frage ich mich natürlich auch, warum leuchtet die nur dahin? Da gibt es ja tatsächlich nichts Interessantes, wie es aussieht. Ja, ein Puppenhaus irgendwie. Wo sind wir hier gelandet? Did I hear something? Nein. Oh, der kommt jetzt echt hier runter. Well, no one's trespassing. That makes it a good day. Richtig. Okay, der wartet offensichtlich da oben. Should get it to work faster. Hat irgendwie das Laser, kann ich die Tür schließen? Ja. Okay. So, guck mal, von Franz Trefil an Michael Trefil, das Kunitzki-Erbe. Traue mir wenig, dass wir den Code des Sicherheitshubs ändern. Offenbar muss es immer das Geburtsjahr seiner Matka sein. Ich habe den Code deshalb wieder auf 1980 zurückgesetzt, damit er glücklich ist. Yay. Okay, ich habe trotzdem keinen Plan, wo wir hier sind. Okay, die Kamera guckt von uns weg. Hier gibt's Laser Art, da gibt's so ein Security-Ding auf jeden Fall. Ah, zu früh. Ja, die Kamera guckt natürlich absolut in die falsche Richtung. Irgendwie sind wir scheinbar in so einem alten Spielzeugladen oder sowas, ne? Haben uns da von unten reingeschlichen. So, da ist die Kamera. Die ist auf die Tür gerichtet. Eine Splittermine, okay. Ach, Zubehörteile, die nehmen wir mit.
Das ist echt ein alter Spielzeugladen. Und ich weiß aber nicht, wer sich hier breit gemacht hat. Das ist halt jetzt ein echter Zufallsfund. Drahomir Konitzki. Ach, das ist hier so ein Typ vom Checkpunkt, ne? So, gibt's hier überhaupt irgendwas Interessantes, was es sich lohnt mitzunehmen? Ich weiß nicht. Okay, die gehen beide nach unten weg. Eigentlich hatte ich ja gehofft, hier nach oben zu kommen. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Ja, aber mal einen kleinen Tick langsam. Es scheint auch niemanden zu stören. Ne, scheint echt niemanden zu stören. Ne, die Leute vom von diesem Sicherheitspunkt sind wahrscheinlich auch schon ausgeschaltet alle. Die Polizei hatte das Ding ja dann überrannt, nachdem wir ihnen da Informationen geliefert hatten. So, wir benutzen einfach hier den Code, würde ich sagen. Es gab ja da nichts. So. Achso, okay. Man darf nicht die Enter-Taste am Ziffernblock benutzen. Interessant. Aus, aus. Tresortür. Ja, die machen wir auch direkt mal auf. Splitter Laser, alles aus. Okay. Wo ist denn die Tresortür jetzt auf? Ach, war das hier direkt diese Tür? Ach ja, seht ihr? Das ist nämlich hier. Wo die Fälscherin direkt saß, ne? Eine Stadt wie für sie gemacht. Wir sind die technologisch fortschrittlichste Generation der Geschichte. Auf individueller Ebene haben wir das Beste dieser neuen Technologie erfolgreich in unsere Körper und in unser Leben integriert. Auf kommunaler Ebene dagegen fühlen viele von uns sich an unserer Umgebung fehl am Platz. Die Städte, in denen wir leben, sind bestenfalls Verwahrstätten alter Architektur und alter Vorurteile, die nicht länger zu unserem Potenzial oder unseren Bedürfnissen passen. Schlimmstenfalls fühlen sie sich offen feindselig gegenüber dem an, zu dem wir geworden sind. Augmentierte Bürger an aller Welt erkennen, dass wir eine Art von Städten benötigen. Wir brauchen, dass wir eine Art von Städten benötigen. Das ergibt gar keinen Sinn. Wir brauchen eine neue Hauptstadt des Fortschritts, die nicht von antiquierten Designmodellen und zynischen politischen Institutionen zurückgehalten wird. Wir brauchen eine Stadt wie Rabia. Eine zugängliche, fortschrittliche, umweltfreundliche Metropole, die wie ein Leuchtfeuer in den Ebenen von Oman erstrahlt. Es mag noch nach einer utopischen Fantasie klingen, aber Rabia ist keine aus Träumen entstandene Stadt. Rabia wurde von der Santo Group aus Notwendigkeit konzipiert und errichtet. Rabia ist die Stadt, die unsere Generation braucht. Rabia ist eine Stadt wie für sie gemacht. Ja, ja. Okay. Ach, den hatten wir schon mal gefühlt. Er muss wieder brauchen, ne? Also die machen das hier scheinbar weniger wasserdicht als sie es könnten. Ja, ich brauche noch eine Augmentierungslegitimationskarte. Das verrückte Mädchen glaubt, sie sei zwei Personen. Und beide sind zahlungswillig. Gott schütze sie. Ja, mal ernsthaft, Milena, gib dir keine Mühe, damit sie authentisch aussehen. Ich muss sie nur verkaufen können. Na geil. Ja, ich weiß, dass du dich gestern Nacht davonschleichen wolltest, Milena, und ich weiß, dass du versucht hast, E-Mails zu versenden. Ich habe die Spielzeugfabrik meiner Mutter nicht geerbt, um mich verarschen zu lassen. Das ist eine freundliche Erinnerung daran, dass ich dich immer überwache. Ich weiß, wohin du gehst, ich weiß, wen du schreibst. Du gehörst mir, Milena Epstein. Ich kann dir überall hinfolgen. Ich kann jeden kaufen, bei dem du dich beschwerst. Vergiss das nicht. Ja, klar. Wahrscheinlich. Oh, das Radio nervt ja ziemlich. Na klar, hacken wir das einfach. So, was ist hier im Kühlschrank? Den haben wir bestimmt so vors Fenster gerückt gehabt. Ja, ich denke, hier haben wir uns schon genügend umgesehen.
So, also wieder runter in die Kanalisation. Ja, hier, das irgendwie Tresortür. Nur, dass hier hinter halt kein Tresor sich befindet, ne, sondern ein altes Lager. Ist hier super gesichert durch irgendwelche Laserschranken. Einen Schläger haben wir hier hinten noch. Fälschungsringschläger, ja. Tja, und hier unten gibt es auch nichts, was irgendwie wert wäre, geklaut zu werden, ne? Obwohl das natürlich super gesichert ist hier alles. Ja, da kommen wir auf den Hof, ne? Da haben wir uns schon umgesehen. Okay, das war also jenes. Interessant. Interessant, da gab es also tatsächlich noch einen Weg, einen alternativen Weg, den man da hätte nehmen können. Ja, doch schon. Gute Sache. Nein. Bist du sicher? Da vorne ist irgendeiner. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Hier rechts gibt es nochmal ein relativ großes Areal. Und da links gibt es einen Ausstieg. Gehen wir erstmal hier nach vorne. Gucken, was hier so abgeht. Wisnik could use some help. Das ist ein Wisnik. Please, don't tell anyone. Wisnik's not supposed to be here. But I am here. See, I'll take your word for it. I was part of it. The hive mind. Inside the gate, I questioned what holds us together. Where? Why? Now this. Exiled from exile. I have been disconnected. Disconnected? Okay. Disconnected from what? I don't understand what you're saying. If there is a lack of understanding between my brains, may not always misfire like these. He did this to me. It's what it does. But I can't force you, because I'm not like him. Not like who? Who forced you? Together. They succumbanize to him. Him, the opportunist. The savior. The rat. When I resisted, I saw! It made him fear me. Okay. Gehirnwäsche und irgendeine Sekte, ein Kult, keine Ahnung. Ja, von wem reden sie? Wer sind die Menschen im Vor? Oder wir gucken mal, sie haben offensichtlich einiges durchgemacht. Irgendjemand hat ihnen das angetan. Wenn ich es begreife, kann ich vielleicht helfen. Ja, wir versuchen mal das. You've obviously been through something. Someone's harmed you. If you can help me understand, then maybe I can help. Yes, okay. You'll be fine. I can tell. You'll understand. You'll empathize. Because what it really is... He's just like us, but more. It's a cry for help. You'll pick up on that. What's a cry for help? The little mind thing, the persuasion. He's trapped by what he can do, just like the rat. It makes so much sense now. Those most scared of what the world had become were most likely to cling to the first alternative. Now they're all in signaled. Let me see if I got this straight. Everyone beyond the gate is in signaled to something, like the rat. Exactly. I'm glad we understand each other. Okay. Just remember, you'll only be able to confront him if he knows that you know that he knows. So, obviously, you'll need the name. The name. I'm not supposed to give it away, but I must. I must. And then you must. Yes? No. Okay, ja, sie müssen gar nichts und ich auch nicht. Ich stimme keiner Sache zu, die ich nicht verstehe. Oder wir sagen einfach mal, ja. You're asking me to go beyond that gate, to confront someone. Someone who's harmed you, who may be harming others. I'm willing to do that, but I need to know more about what's happening. He casts them close. He brings them away. You must find out how to uncotangle him from the others. To resist the mentality.
They need to be eased out. Figure out what holds them all together. Because it's not his personality. When you finally see Richard for who he really is, you realize it cannot possibly be that. Richard, huh? All right. Let's go see what I've agreed to. Bite Piper is a rat. A rat! Okay, also wahrscheinlich handelt es sich hier wirklich um den Prediger, der verloren gegangen ist, oder? Schauen wir uns das Ding mal an. Wir wissen nichts, Zugangskarte. Richard's Visions of Utopia, okay. Eine Zugangskarte für irgendeine Show. Ein seltsamer Mann namens Wissnick hat sie mir gegeben. Interessant. Wir schauen mal gerade rein. Die Nebenmission. Personenkult. Ein Mann namens Wissnick hat mir Zugang zu einem abgeriegelten Bereich der Kanalisation verschafft. Angeblich wurde er aus irgendeiner Gemeinschaft verstoßen. Es ist zwar nicht ganz einfach, ihm zu folgen, aber ich denke, es hat etwas mit dieser verschlossenen Tür zu tun. Ja, das liegt wahrscheinlich nahe, ne? Einsatzdetails, das abgesperrte Gebiet betreten. Wissnick scheint gleichermaßen fasziniert und entsetzt von einem gewissen Richard zu sein. Ich habe versprochen, mich mit dem Mann zu treffen, um ihn ein wenig auf den Zahn zu führen. Ehe. Okay, also da haben wir eine Tür. Okay, gut, dann gucken wir uns doch erstmal hier vorne noch kurz um, bevor wir diesen Teil der Kanalisation verlassen. Hi. I like it down here. If you don't, then you can just fuck off. Okay. Oh, dahinter patrouilliert irgendeine Drohne. Ja, wir hacken das Ding einfach mal. Was war das gerade? Achso, das war der Nuke. Anomaly detected. Ja, ich wollte sagen, kommen wir da gar nicht an den Sicherheitsknoten ran, aber doch gekommen. Access granted. Schade, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen was verstärken oder so. Die Drohne scheint aber über uns zu sein, nicht hier unten zu patrouillieren. Schade, ich dachte, wir könnten die irgendwie runterholen. Ach, ich würde da gern hoch. Geht aber nicht. Okay, irgendjemand wird da beschossen. Okay, die scheinen uns nicht als Gegner wahrzunehmen. Paulina Maceraldo. Oh, die hätte vielleicht wichtig sein können, ne? Das wollen wir vielleicht nochmal machen. Und dann ein bisschen schneller sein. Ja, denke ich, wollen wir. Dazu bräuchte ich aber erstmal eine Waffe, vielleicht mit EMP-Munition oder sowas. Also eine kleine Pistole. Sollte ich mir nochmal zulegen, denke ich. Auf jeden Fall werde ich die Folge hier für heute beenden, Jungs und Mädels. Und dann ja, machen wir beim nächsten Mal erstmal da hinten hinter der Tür weiter gucken, ob wir da eine Pistole finden. Wir werden dann die Drohnen hier runterholen irgendwie. Und mal schauen, was abgeht. Denn wer Paulina Maceraldo ist, würde mich dann doch mal interessieren, ehrlich gesagt.
Na, und dazu müssen wir aber die Drohnen hier ausschalten, wie es aussieht. Es wirkt interessant. Ach Gott, und das da drüben ist der Kultbereich oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ja, mit unserer Waffe können wir nämlich gar nichts ausrichten gegen die Dünner. Macht's gut und bis dann. Ciao.